Hallihallo und herzlich willkommen zur nächsten Folge von Baldur's Gate 3 im Koop mit Lord Elsmar. Hallihallo. Einen wunderschönen guten Tag, Community. Schön, dass ihr wieder alle mit dabei seid. Wir befinden uns immer noch in dem blutigen Schmutzloch, wo Elitiden gezüchtet werden. Hier unten, das haben wir in der letzten Folge behandelt. Und jetzt gehen wir quasi hier noch oben in die Unterkünfte, bevor wir dann zu Catherick Storm vorstoßen. Das hier wollten wir in der letzten Folge dann nicht mehr anfangen. Wir schauen mal. Okay, sieht erstmal gut aus. Ah, da vorne sind welche. Der haarige Henry. Der Eisenfinger. Okay, wollen wir zuerst mit denen sprechen, bevor wir looten? Ja, oder? Ja, wir gehen. Die hat so ein Dreieck auf dem Kopf. Die eine. General Thorn was attacked. The order to evacuate given. You should not be here. I conclude you are one of the attackers. Vorsicht, wollt ihr wirklich eine wahre Seele beschuldigen? Das ist ein Missverständnis. Ich wurde beauftragt, euch bei der Vernichtung dieser Verräter zu helfen. Oh ja, täuschen mich, glaube ich, gut, ne? Ja. Muss sie täuschen oder soll ich sagen, ob sie mich beschuldigen möchte? Ja, ich meine, eigentlich wollen wir sie ja töten. Ja, eigentlich wollen wir sie töten, oder? Wollt ihr mich beschuldigen? Trying to pull rank. And yet not a word of concern for our dear general. I shall present your bones to General Thorn as retribution for what you did to him. Meinst du, ja? Das musst du erst mal überleben, nachdem wir dran waren alle. 52, 44, 52, 65. Tja, Mäuschen, da bist du aber... So, Kratzer sollte da nicht reinrennen unbedingt. Ass kann hier einmal synaptische Entladung machen. Schöner Fernkampf. Another fight. Let's go. Ja. Bersten rein oder was? Ja, ja. Ist nicht so ver. Oh, der hat ein Schild. Wo hat er das denn her? Ich wollte gerade auch sagen, wo hat denn das jetzt? Immun gegen magisches Geschoss. Rüstungsklasse steigt um 5. Das ist ja frech. Ich komme mal ein paar Schritte zurück hier. Ja, ich hoffe, die haben keinen Flächenangriff, weil ansonsten sieht das schlecht aus hier für uns. Warte mal, dann sollten wir vielleicht hier nochmal anfangen, hier so ein bisschen auseinander zu treiben und uns nicht in Sichtweite aufhalten. Oh nein, das ist wieder so eine Seelenfrau. Das ist denn so eine Seelenfrau? Die ganze Zeit dieses Skelettdinger rum. Can't stay idle. Kannst du ja versuchen. Schade. Sehr bodenlos. Naja, wir könnten hier wieder alles voller Stacheln machen. Also ich fand Stacheln gar nicht schlecht eigentlich. Wie ist dir mit Stacheln? Bin mir nicht sicher, ob die wirklich auf Fernkampf machen dann. Das weiß ich nicht. Ich glaube, die Herren der Seelen schon. Aber sie kriegen auf jeden Fall, also sie kriegen auf jeden Fall einmal Schaden beim Wirken. Alle vier. Kostet das irgendwas? Nö. Eine Aktion. Ja, dann kannst du es machen. So, ich mach das dann so, dass die... Da nichts dagegen. Ich mach das bis an dich ran, quasi, so dass die...
Wir sind ja sowieso alle gleichzeitig dran. Also ich kann es im Notfall dann auch auflösen. Mhm. Okay, einer hat Schaden bekommen. So, was mit ihm hier ist, das verstehe ich immer nicht. Er hat hier irgendwie... Er hat 42 Leben. Kann er da durch, ohne gestachelt zu werden eigentlich? Der Holzmann. Der Holzwaid. Boah, das, ich glaube wahrscheinlich nicht. Always the same old song. So, und was stellt sie jetzt hier mit ihrem Zauber 1 Platz an? Donnerwoge. Ja, Donnerwoge ist Nahkampf. Ich würde sie halt jetzt ungern irgendwas Krasses machen lassen. Ich muss sie nichts Krasses machen. Außer halt auch Bonus. So, mal gucken, was die jetzt machen. Muss man Dorn abkriegen? Für kostenlos war doch gut. Ja, bitteschön. Eieieiei, das habe ich befürchtet, dass das passieren könnte. Mhm. Habe ich befürchtet. Lest I sit down for a rest and not rise again. Never a dull moment. Ich würde erstmal das Feuer ausmachen. Ja. Sehr schön. Ah, jetzt so eine Skeletthülle. Tja, das hat uns zwei unserer Begleiter gekostet. Das war ja ziemlich frech. Uns auch schön auf... Ja, aber vorher standen wir auch richtig alle auf einem Haufen, ne? Ja, fand, ja, das war zu schlimm, weil da die zwei Explosionskanister noch waren. Ach so. Ah, das habe ich gar nicht... Da waren zwei von diesen lila Dingern. Ah, das habe ich gar nicht gesehen. Tja, Ass. Hä, du musst bis dahin latschen? Warum? Ah. Toll. Tja. Oh, der geht's gar nicht gut. Kann hier diese Skeletthülle vielleicht kaputt machen? Understood. Warte. Kommt der dran? Komm schon, du schaffst das. Zack. Danke, Schmatzi. So, ich hoffe, die macht da nicht wieder so einen krassen... Wo du sie eigentlich in den Nahkampf kriegen könntest, oder? Boah, ich muss ja erstmal drankommen. Naja, nur so, dass die
in den Nahkampf gezwungen wird. Also mit Sporten geht das sicherlich. Ich würde ja schon gerne noch eine Shadow. Ach, die Bite steht im Weg. Triade. Ja, aber es ist das Gleiche. Schade. Woher kriegt die das? Ich weiß es nicht. Super unverschämt. Nee, keine Ahnung. Not even the worms will want your carcass once I'm done with you. Damit komm ich klar. Das schaffen wir auch. Ist das Teil explodiert? Was ist jetzt passiert? Hä? Weiß nicht, warum die direkt explodiert sind. Also, dass der hinten explodiert, ist mir einleuchtend. Warum der vorne explodiert ist, weiß ich nicht. Vor allem, warum hat Shahiva Schaden bekommen? Passieren Sachen. Okay. Ist das beendet? Ja, das ist schon mal Nummer 1. Hä, warum ist sie, warum hat sie Schaden bekommen? War is an old woman's game. So, Witze? Das, du willst zuerst irgendwas draufschießen. Ja, das sollte eigentlich funktionieren, so, oder? Nothing will stand in my way. Oder auch nicht. Mhm. Erstmal den Lichttreffer wieder weggemacht. Sehr schön. Uiuiui. Also ich wollte auf jeden Fall eine kurze Rast machen. I'll fill that one later. Vielleicht sogar eine zweite? Wie ist dir? Würde ich jetzt direkt noch nicht können machen, bevor wir kann da runtergehen. Ich glaube nicht, dass wir sie anderweitig noch brauchen, aber ich würde sie mir zur Sicherheit erstmal aufheben. Still breathing, despite everything. Hat jemand was dabei? Nee. Hier ist noch Eisenfinger. Should mind my step. So, was machen we die denn hier? Kann man in den Abgrund springen? Ich habe noch Gehirn gefunden. Ah, da ist mein Tod. Ja? Schiebst du mir zu? Achso, nee, ich hab's noch nicht aufgehoben. Ich seh's nur. Wo ist es denn? Hier in der Kammer neben. Achso, ja, okay. Das machen wir also so. Down. 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 Rief mein Eisenfinger. Sie setzt mir bald ein Fein. Besser. Die zur selben Stunde wie ich initiiert wurde, vor all diesen Jahren. Sie wird mir einen Parasiten ins Ohr einsetzen, wenn ich schlafe. Er trägt das nicht. Okay. Gab's was Tolles? Das wollte ich jetzt gerade sagen. Hier ist eine Tentakelschriftrolle. Oh. Ach so. Da ist doch was. Das ist was Krasses. The city calls out for salvation. Teile vom heiligen Henry. Oh.
Schwarzhaariger Henry, was schreibt er so? Diese glitschigen Eingeweide, diese flüssigen Kammern, wie lange sind wir schon hier? Wie lange erschaffen wir uns schon Sklaven? Ich will nicht mehr. Myrkul wird langsam von meiner Angstspirale in meinem Kopf überdröhnt. Der Herr der Knochen will keine Feiglinge. Das Ganze sieht nicht real aus. Ich bin im Bauch eines Kraken. Mein Inneres ist nach außen gestülpt. Ich bin tot. Myrkul, graue Einöde, klang immer friedlich. Nicht so. Ist im Bauch eines Kraken? Gott. Na, vielleicht meinen die so ein Schiff wieder. Das sieht ja aus wie so ein Kraken. Eigentlich wie so ein Nautiloid, aber... Vielleicht ist es so ein vergrabenes Schiff. Prepare the march. My chosen gather. Experiment am Exemplar 1, Tag 4. Mir ist erneut ein Flüssigkeitsverlust aus der Mundhöhle aufgefallen und ich konnte die Ursache eingrenzen. Aufgrund der ungewöhnlichen Methode des Parasiteneinführung tropft die Ausscheidung der Kreatur im Inneren heraus. Okay, krass, Tag 5, bla bla. Eingeweide wieder in den Körper stopfen und versuche es an einem anderen Tag erneut. Ich habe 1000 Ohren gesehen. Manche zucken aus Reflex, wenn sie wissen, dass sich der Wurm gleich hineinbohrt. Die Larve braucht länger, wenn das Eingangsloch nicht sauber ist. Ich bin dazu übergegangen, den Gehörgang mit einer Ohrenkerze auszubrennen. Okay, krass. Widerlich. Discern, faithful. Gibt es hier? Okay, das sieht krass aus. Kann man aber nicht durchschlagen. Nee. Always room for more? So, noch ein Tagebuch. Ich erinnere mich noch an unser Leben als Landärzte in Nashkiel. Wir wollten einfach nur die Besten sein, lernen, das Blut aller sterblichen Wunden zu stillen. Wie sind wir hier gelandet? Bringen Sie mich vielleicht um? Du weißt das schon. Gab's was Krasses? Nee, ne? Nö. Das Einzige war die Schriftrolle, die ich gegeben habe. So, dann haben wir hier oben nur noch den Durchgang. Den wir der Vollständigkeit öffnen können. Dann gehen wir uns nochmal den Verstand anhören. Und dann sind wir schon soweit. Wo war das? Unten, oder? Ja. Das ist ein Gehirnrätsel da. Das nekrotische Labor. Bild. Und denk dran, den nicht wieder alle mitzunehmen. Ja, ja. Ich hätte als erstes hier einmal tatsächlich das hier gemacht. Und ich hätte wahrscheinlich in dem Zug auch gleich das gemacht. Weil das im Kampf zu machen ist wahrscheinlich einfach doof. Ja, das auf jeden Fall. Das kostet Aktion. So, dann gehen wir mal gucken. Tachahiba natürlich keine Stufe 4 Zauberplätze mehr. Das ist hier mit dem Menü, ist das echt nicht cool. Warum müssen die das Fenster dahin machen, wenn die wissen, dass ich sowieso ins Inventar muss? Warum macht man das? Warum ist das so? So, erzähl mal. Ach, das ist wieder verbuggt. Jetzt sagt sie gar nichts mehr. Jetzt sagt sie gar nichts mehr, na gut. War jetzt auch nicht so aufregend, ne? Nö. Zu Waren zufügen. Ja, lass mal. By the river. Alles mal by the river, genau. Nein, die sagt ja manchmal down, down, down und dann by the river. Ja, ja. Down. Down.
So, theoretisch könnte ich aber, wenn wir smart sind, hier das hier geben. Oh, warte mal, sie kann ja eine Halskette, sie kann ja das hier nehmen. Sie kann die magische Geschosshalskette nehmen. Und sie kann das hier mal kurz benutzen. Nein. So, das mal kurz benutzen. Weil damit könnte... Ah, sie kann eine Stufe 3 Zauberplätze herstellen. Ja, dann würde ich das dafür nicht nehmen. Dann nimm mal das so lange, wenn sie können. Magisches Geschoss klingt doch erstmal gar nicht so verkehrt für dich. Ja. So, dann auf zur Tür, ja? Irgendwo hier. Speichern? Du willst keine kurze Rast machen. Doch, jetzt können wir die machen noch. Zeit, ein Skelett nicht, das ist schade. Hat sie jetzt Zauberplätze bekommen? Nee. Schade. Na gut, dann gehen wir mal gucken. Hallo? Na? Ganze Flotte von Nautoliden. Wie viele wahre Seelen sind hier schon vorbeigekommen? So eine Flotte. Oh ja, doch, wenn du da reinschaust. Oh. Ja, drei sehe ich. Von diesen Schiffen? Ja, ja. Ach so, da. Tage irgendwo. Okay, wo fangen wir an? Huch. Ach, bei mir existieren die Tentakel gar nicht. Schade. Bildest du nur ein? Bisschen frischer Verstand noch. Na toll. Undurchsichtiger Behälter. Weidenkorb. Vase, bla bla. Wir nehmen nur noch das mit, was angezeigt wird, oder? Das andere ist irgendwie anstrengend. Boah, hier drüben sind so Walker. Das Genesung. Das hat uns komplett. Ja, okay, hätten wir uns sparen können. Hier sind so Läuferteile. Oh, ich hab sogar noch gesagt, hier ist so ein Ding drin. Wir wussten ja nicht, dass das hier so reibungslos läuft. Oh ja. Krabbenpanzer sind einfach. Krabbenpanzer. Ja, guck mal, da steckst du so einen Ast rein und dann. Fährt er damit durch die Gegend. So, Keswick Storms, aber... Ah, der ist hier irgendwo hinten, weiter. Ja. Soll ich mal mit dem Neurallappen hier vorne anfangen? Der hier Abstieg sagt? Ja, mit dem da vorne würde ich auch anfangen. Ja. Plattform ist schon hier. Welche Plattform denn? Die hier. Ach so. Ah. Ja gut, dann gehen wir. So, einmal bitte alle auf die Platte. Die Frage, wo hört die Platte auf? Sie. Okay, sind wir alle drauf? Ja. Das wir durften uns vorher auch einmal heilen komplett. Oh, ich muss nochmal speichern. Na, vor Aufregung einfach. In den Kampf. Panisch. Keswick. Verjüngendes Miasma. Haben wir jetzt nicht mehr. Jetzt speichert er automatisch, okay. Okay, alles mal, bist du ready? Moment. No longer a background murmur. The presence in your mind builds to a roar. We found it. The Absolute is behind this door.
Wirklich? Was musstest du doch machen? Ich wollte dir noch so einen Trank geben. Was für ein Trank? Für deine Zauberplätze oder so. Brauche ich nicht, habe ich schon. Nee, ich glaube, da war gerade keiner an bei dir. You said it was under control. It isn't you I answer to, Gortash. Oh, the general voice. Is this where we salute? Salute, yes. With cleavers through his blood-starved flesh. How it crawls with failure, like flies on lick-wet carrion. You forget yourself, Orin. I've played my part. You've built an army for our masters, true enough, but what of the astral prison? A rogue true soul flaunting it under your nose all this time, and you ran from her. Sure that they would follow and deliver it into my hands here. If you would cease these distractions. The distractions have been yours, Ketherick. Perhaps we never should have dug your daughter up. So you haven't lost your edge, but you're still not as sharp as Orin, I wager. The Slayer against the Undying One, that'd be fun to see. His crypt breath sings to my sinews again, 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 again. But he must lead the murder march to Baldur's grave. If the weapon is truly in your grasp, Ketherick, might I suggest closing your fist? Orin and I can wait for you no longer. The plan proceeds. We're going to the city, and we expect you to follow. Army and the weapon in tow. The Edict of Bane! The Lash of Baal! Testament of Merkel! An Elder Brain. One of the cruelest and most powerful creatures in existence. Enslaved by mere mortals. There we are. It wouldn't do to fight in front of our guest. Behold, Duke Ravengard. The Absolute. Whom preserve us? You wag your word flap in vain, Alderling. Once the worm holds the whip, your shredded flesh will serve us. Now, it's really time we were going. We will empty this place and begin the march. You may catch up with the army once you've retrieved the weapon. And Ketherick, do try not to sulk. You're supposed to be the fearsome general come to conquer the city. And I am the hero who will save it. It is time, faithful ones. March on Baldur's Gate. We go to prepare the way! Das ist irgendwie nicht gut. Aber du bist inspiriert. Schön. Ja, das ist toll. Okay, also die Absolute ist ein Supergehirn? Ein Ältestengehirn. There you are. As predicted.
What is it, I wonder, that draws one toward death like a moth to light? You could have run away, absconded with the prism. The one thing that could prevent me from fulfilling my destiny. But the lure of one's destiny is irresistible, isn't it? Perhaps you hope to learn your place in history before you are erased from it. A bright flash of clarity before the snuffing out. Ich will nur meinen Parasiten loswerden. Bin hier, um den ganzen bösen Plan ein Ende zu machen. Und euch gleich mit. Und was ist mein Platz, Catherick? Warum ist euch das Prisma so wichtig? Warum ist das Prisma so wichtig? The very fact of your being attests to its power. Despite your infection, you resisted the brain here in the heart of its domain. What good is an army of thralls if they do not obey their master? Let us speak plainly. My Lord Merkel gave me the one thing I desired, the one thing no other god could grant me. My daughter's life returned. Her heart beating once more. For that, he asked that I serve as his chosen. Join Auron and Gortash to grow the cult of the Absolute, and then take control of it. He's never had a more devoted follower. I have fought great wars before, in the service of other gods and other powers. But for Merkel, I would condemn all of Faerun to death. You are all that stands between me and my destiny. And you have brought the prism here. I will kill you now. And then I will raise you as my servant. Genug geredet. Bringen wir es zu Ende? Ich war bereit, euch Gnade zu bezeigen. Es ist noch nicht so spät. Ihr könnt noch Abbitte leisten. Soll ich das wirklich machen? Wollt eure Verbündeten verraten? Yes. Join the army of the dead, true soul. Witness Lord Merkel's glory. So long as Night Song's in that cage, Catherick will keep getting okay, back up. Gehirne. Nekromiten oben. Catherick Thorn und ein Gedankenschinder. Hier hinten ist noch Dame Aelin. Schwert der Mond meint. Ach, die ist wieder da. Wenn wir der helfen, dann kämpft die bestimmt wieder mit. Im Seelenkäfig. Was heißt das im Seelenkäfig? Ein Seelenkäfig bindet Nachtlied als Maschine für Catherick's Immunität gegen alle Schadensarten. Oh, wir müssen der helfen. Ich wollte es gerade sagen, wir müssen der erstmal helfen. Dafür müssen wir uns durch die Hirne durchprügeln. So, und Catherick ist jetzt also unverwundbar. Ja, die Gehirne sind nicht so krass. Die Nekromiten. Ja, die Nekromiten sind auch nicht so krass. I can't even catch my breath. Ah ja, okay, wer fängt an? Skeletolon. Ne. Achso, du bist. Nur du bist nicht dran, das ist ja schön. Die Person, die ich gebraucht hätte, ist natürlich nicht dran. Naja, es sind ja als erstes die Gehirne dran. Bin ich unsichtbar. Oh, das ist schön. Ich würde Kratzer hier ein bisschen im Hintergrund lassen. Was? Das kann er nur im Nahkampf, oder was? Ne, den erreicht er. Warum erreicht er den? Hä? Wie ist manchmal komisch mit Ass. Die kommt da nicht ran, ne? Ja. Zack.
Ist noch da? Ist weniger. Wie bin ich bei mir durchsichtig? Na, gönn dir doch mal. Ah, schade, da komme ich leider nicht dran. Naja, ich könnte sie ein bisschen stänkern. Okay. Das ist schon mal gar nicht so verkehrt. Was kann der hier eigentlich? Magische Resistenz ist bei Rettungswürfen gegen Zaubern und anderen magischen Effekten im Vorteil. Der mag also Nahkampf. Zudem könnte Alice mir vielleicht hochspringen. Ja, der mag auf jeden Fall Nahkampf. Das hätte ich generell sogar abgewartet. So, na dann. Denken wir uns mal was aus, hä? Ja, wenn du jetzt Blitz denkst, machst, dann kannst du in die Richtung von der Frau fliegen, theoretisch. Ja, aber ich schaff das nicht hin. Nicht in der einen Runde, das ist richtig. Ja, das... Hast du nicht noch deinen Nebelschritt auch? Ja. Also ich hätte halt generell anders gemacht. Ich hätte die Gehirne gar nicht angegriffen, sondern hätte die alle kommen lassen. Ich hätte wahrscheinlich eher auf die Nekromiten geschossen. Weil die Gehirne sowieso an uns rankommen müssen. Und dann hätte ich die Gehirne alle mit einem Mal weggeblitzt und dann hättest du durchlaufen können. Jetzt wärst du gespurtet und hättest einen Nebelschritt gemacht, hättest neben mir gestanden. Ja, oder wenn ich sporte, das hätte eh nichts gebracht, weil dann hätte ich sie nicht mehr befreien können. Ja, dann hättest du schon mal da gestanden. Tja, wie machen wir das jetzt am besten? Also theoretisch müssen die Gehirne weg, damit du da durchkommst irgendwie. Warte mal, ich komme hier vielleicht auch dran. Into position. Ja, das schaffen wir leider nicht, ne? Nee. Ja, ich komme halt nicht dran. Das ist das Doofe an der ganzen Geschichte. Ja, aber das bringt uns nichts, weil die sind schon tot. Ich könnte eine Eisdings machen dahin. Dann würde ich alle vier treffen. Wie viel macht Eis? 6 bis 40, die haben 18. Ist also eine hohe Wahrscheinlichkeit, alle rumzubringen. Gewinnchance ja. Mehr als 50%. Versuch's. Mach mal. Tja, ich würde sagen, es war erfolgreich. Ja. Zum Glück kann ich gut kalkulieren. Well, so much for peace. So, wie viel haben die noch? 21. Dann gehen wir auf so. Schade. Oh, ich befürchte, dass der Gedankenschinder das nicht so toll finden wird. Aber ich denke, das halte ich aus. Könnte auch hoch zu Catherick, aber ich glaube, das findet er auch nicht so geil. Nee, ich glaube, das ist auch noch schlechter für dich. So, also ich bin schon mal ein ganzes Stück, würde ich sagen. Gar nicht so verkehrt aus, oder? So, sie ist im Seelenkäfig und jetzt hier unser Waldboy. Der Waldboy möchte spurten. Weil, wie kommt man denn da überhaupt ran an diesen Gedankenschinder? Theoretisch nur durch Springen, oder? Ah, da kann man hochklettern? Vielleicht hier drüber springen, an der Seite, und dann hochklettern. Also zu Caswick kommt man, da sind hier so eine Netze. Ja, ja.
Messe das links. Auf jeden Fall. Die Nekromiten sind. Ah, das ist hinten. Ist so ein, oh, da wären wir dann hingekommen zu den Nekromiten. Aber die sind Gott sei Dank schon weg. Die wären vielleicht auch ziemlich lästig gewesen. Ja, der Gedankenschinder halt. Naja, ich laufe einfach mal nach vorn. Ach, da so. Ist ja nicht so schlimm, wenn der das abkriegt. So, Catherick, erzähl mal. Ach so, du willst was ausbrütern, ja? Oh oh. Wenn dieses Ei dran ist, dann. Ach, guck mal, er ist freundlich. Er stürzt sich in den Tod. Oh! Ja. Okay. Und welche Wünsche? Oh, das war ein großer Bereich, den er da abgedingst hat. Was wie hieß das? Was hat er eingesetzt? Ja, da hat Konzentration verloren. Gedankenschlag. Stoß eine kosmische Welle psionische Energie aus. Die Ziele darin möglicherweise betäubt. 8 bis 36. Okay, war nicht schlecht. Gönn ich ihm. Ja, warte. Achso, ich krieg das Teil nicht weg, weil das immun gegen Dings ist, oder? Warte, ich mach den hier weg. Zack. Dann kannst du deine volle Energie theoretisch. Achso, hinter uns kommt so ein kleines Vieh raus. Den würde ich hier ein Stück wegnehmen, den Ass. Obwohl, der war. Ist der immun gegen psionisch? Der hat das überhaupt gar nicht abbekommen. Also er ist eigentlich nicht prinzipiell immun. Aber er hat das überhaupt nicht mit abbekommen. Wie heißt der Ass? Gedankenschlag, Dryade. Betäubte wohl. Sieht man so gar nicht, ne? Ass hat. Achso, ne, sieht man nicht im Einzelnen. Doch, hier Ass hat einen Rettungswurf bestanden gegen Gedankenschlag. Ach, hier oben. Ach, oh mein Gott. Er hat einfach Rettungswurf geschafft. Ja. Ja, ich. Ich weiß nicht, wo ich mit dem hin soll jetzt so richtig. Ich würde den ein bisschen. Also, ja, was jetzt? Volle Energie auf, ja. Gedankenschöner. Der scheint gefährlich zu sein. No choice but to keep going. Ja. Das war hervorragend. Besser läuft's. Besser kannst du gar nicht laufen. So, Ziel ist nicht erreichbar. Was brauche ich dafür? Das ist eine Aktion. Spurten ist auch eine Aktion, ha? Ich würde da gern nicht so nah beieinander stehen. Das hier ist auch eine Aktion. Ah ja, das ist ein bisschen doof. Ich komme auf jeden Fall noch nicht an sie ran. Erst im nächsten Zug, aber es ist ja eigentlich nur noch Catherick da und dieser komische Beutel. Ja. Das heißt, wir riskieren es, dass wir. Ja, ne? Tja, es ist ja auch niemand mehr am Leben sonst. Kannst du. Vielleicht. Ach nee, du hast jetzt keine Bewegung mehr. Ja, was hätte ich tun sollen? Ja, vielleicht nach hochspringen, aber das ist mir eingefallen, das kostet ja auch Bewegung. Ach so. Das weiß ich auch nicht, ob ich das geschafft habe. Ja, aber gut. Ist ja egal, ob ich dann oben stehe, ich hätte sie nicht befreien können, trotzdem nicht. Ja? Ach so, doch, vielleicht. Hm, ja. Guter Einwand. Okay, Catherick. Der kommt da nicht hin. Der könnte sich aber schon mal neben ihn stellen und den Hass auf sich ziehen. Oder? Ist eine Idee. Hä, der hat schon Damage bekommen. Der hatte doch Damage vom ersten Kampf, glaube ich. Was heißt unverwundbar? Ist unverwundbar so richtig? Gegen alle Schadens, also ein Nachtlied gefangen hat. Ja. Aber ich könnte ihn ja trotzdem verstecken. Du bist verstrickt, mein Freund. Du gehst heute nirgendwo hin. Haha. Ich habe heute leider kein Foto für dich. Okay, dagegen ist er auch unverwundbar. Haha! Was kommt da raus? Nekromit.
Okay, das ist nicht so schlimm. Bam. Ich lass As mal da. Ich befreie erstmal die Frau. Still on ja, befreie und? Die Frau. Ja. I'll get you moving again. Ja. Verwundbar. So, und dann kletter ich hier wieder runter und stelle mich da hin, oder was? Ich stelle mich hier hin. Oh, vielleicht. Nee, bis darüber springen kann ich nicht, oder? Das ist natürlich. Wie machen wir das? So. Time to press ahead. Ich gehe erstmal da runter, ich muss sowieso wieder hin. So, er ist jetzt verwundbar. Also, der hier. Warte mal. Also. Das ist auch durch. Ja, du kommst nicht an den dran, ne? Doch, aber ich glaube, die Ranken, die verstricken mich. Meinst du? Ja, ich glaube schon. Wollen wir mal elementar beschwören? Du beschwör das mal so hinter ihn. Am besten. Was wäre dir denn lieb? Hat er irgendwelche Schwächen? Nö, der mag nur. Ist also nicht nekrotisch und nicht Gift. Schildschlag. Nicht nekrotisch. Ne, ich hab Feuer, Wasser, Erde, Wind. Feuer ist ungünstig wegen dem Vaid. Das ist korrekt. Soll ich mal Wasser nehmen? Mal gucken, was das kann? Ja. Okay, der sieht ja wild aus. 114, what? Alter Vater. Ah, schade. Was ist das hier? Waghalsige Nähe. Dein Zauberfernkampf werden als Nahkampfangriffe ausgeführt. Tja. Also ich würde dem jetzt versuchen, eine zu deppern. Schade, ey. Das gibt's doch gar nicht. Ja, mach das mal. Oh, das mag er nicht so. Ja, hab ich gemerkt. Oh, was kann der? Mehrfachangriff? Winterodem. Elementarsprung. Geben von silberigen Nebel. Spielst du dich an einen freien Platz, den du sehen kannst? Irgendwie mega geil. Atme einen eisigen Strom auf deine Gegner. Brennende Ziele werden rasch abgekühlt, sodass sie spröde werden. What? Stütze dich auf eine Kreatur, um sie mit deiner zehn wässrigen Fäusten zu bearbeiten. Unterkühlte Ziele erleiden doppelten Schaden. Hieb. Ersetze einen Feind einen Hieb und erzeuge einen Wasserpfütze am Ort des Aufpralls. Das ist ja mega geil. Das ist ja super cool mit Verbindung mit Terra Nova. Oh nein, nicht schon wieder Wasser. Ja, voll toll. So. Und der Holzweid? Der Holzweid, der heilt ja jetzt, ne? Wenn er dran ist. Das steht ja auf verstrickten Ranken. Wohnziehen. Hauptsache, sie hat Flügel und sie läuft ja. Erstmal die Ranken hoch. 9% Chance. Aber klar. Das will er ausbrüten? Das finde ich geil. Oh. Ist sogar noch dran, das explodiert jetzt das Ding. Zack. Schade. No better moment. Also das steht jetzt alles um ihn drum. Ich weiß nicht, wie er das machen möchte. Ich möchte mal diesen Wasserdings hier sehen. Hast du Wasserschaden gemacht? Ja.
Ich glaube, Kälte. Kälte ist es. So, ich dachte gerade schon Wasserschaden. Jetzt geht's los. Survival is all that matters. Ist ja wohl los. Tja, ich würde da ja. Bringst du Ende alles mal. Ich bin jetzt im Vorteil, weil er seinen Skelettmundmann gerufen hat. Das ist ja schlecht für dich. Schade. I think I could go another round. Tja, ich kann da jetzt halt nichts reinzaubern, wenn er nicht stehen. What a fool you are. You cannot kill me. I am eternal. Merkel, Lord of Bones, I am here. I am ready. I am yours. To me, I am the smile of the worm-cleansed skull. I am the regrets of those who remain, and the restlessness of those who are gone. I am the haunt of mausoleums, the god of graves and age, of dust. Your hat. Oh Gott. Mhm. Das, ja, ist ein Unerwartung. Okay, Mirkul. Schauen wir mal. 245 Leben, Gott des Todes, taumelnd. Das schon. Erholt sich von einem heftigen Hieb oder von einem Treffer auf massives Metall. Erhält in jedem verbleibenden Zug einen Malus von minus 1 auf Angriffswürfe. Okay, Mirkuls Präsenz. Der Apostel verströmt den unheiligen Willen des Gottes des Todes und fügt allen Kreaturen in der Nähe Knochenkälte zu. Wir können nicht heilen, heißt das, ja? Richtig? Ja. Ja. Mondstrahl. Die Kreatur ist von gespenstischen Flammen umhüllt. Die pro Zug 2 bis 20 gleißenden Schaden verursacht. Bei einem erfolgreichen Rettungswurf erleidet die Kreatur dennoch den halben Schaden. Uiuiui. Feenblut, göttliche Gesundheit. Verbessert ist. Okay, der hat jetzt so eine Aura oder was? Haben wir das jetzt alle? Das mit der Kälte, ja. Nee, auch das mit dem. Mit dem Mondstrahl, mit dem gleißenden Schaden. Den Mondstrahl, den hat die Mondfrau gemacht, glaube ich. Aber er hat. Achso, er macht. Achso. Er ist davon betroffen. Nicht er macht den, glaube ich. Achso, weil sie macht Mondfeuer oder was? Mondfeuer. Der Segen der göttlichen Mutter von Dame, bla bla bla. Der sich im Abstand von 3 Meter zu Aelin befindet oder ihren Zug dort beginnt. Okay, 2 bis 20. Ja, Elismar, ich hätte verschiedene Ideen. Ja, hau mal raus. Also, ich könnte einen Eissturm auf ihn machen. Ich könnte aber auch Blitze herbeirufen und ihn blitzen mit einer etwas höheren Stufe. Ich könnte eine Flammenkugel beschwören. Kannst du was machen, wo du den Nekromiten noch mit erwischt? Weil ich
da stand was dabei, dass er den essen kann, um sich zu heilen. Wo stand es? Das war Gläubige verzehren. Oh. Mit seiner Reaktion kann er einen Opfer-Nekromiten verzehren, um zur Belohnung und Belohnung des Splitters zu erhalten. Also ich könnte da auch, ich könnte theoretisch dann auch kann eine Feuerwand. Des Todes wirken. Der darf. Ich könnte da direkt auf den Mykoniten auch eine Feuerwand machen, aber so klein, dass der Myrkul da mit drin steht. Theoretisch. Das hört sich toll an. Die würde ja bleiben. Ja. Oh, aber ihr steht auf diesem. Ihr steht auf diesem Ranken. Brennen die Ranken nicht? Ich würde jetzt eh schauen, dass mit Enissa zumindest da runterkommt. So. Aha, das ist auch nur in dem perfekten Kreis. Was? Das, das Anti-Heilung. Da, wo Enissa steht, kann sie wieder heilen. Ah, okay. Okay, das heißt, wir lassen die sich erstmal alle bewegen, bevor ich diese Feuerdings mache, oder was? Das hört sich zumindest gut an. Ja, Enissa wäre safe. Enissa müsste noch weg. Der Wasserboy müsste da weg. Dazu. Der Wasserboy. Ach so. Ah, der Wasserboy hat keine Aktion mehr. Warum eigentlich? Elementarsprung. Ja. Okay, der Wasserboy, der kann hier weg. Ja, dann mache ich den doch schon mal da rein. Zack. Okay, Wasserboy ist weg. But not today. So, Dame Aelin, die hat auch schon. Also. Die hat ja schon so viel Damage. Also, meinst du, die stirbt? Also, ich darf auf keinen Fall sterben. Eigentlich. Ich speichere nochmal, ja? Ja. Willst du dem Mykoniten hier, dem Nico Mykoman einer dämmern und dann da sich wegbewegen vielleicht? Dem Myrkul? Nee, nicht dem Myrkul. Dem Nekromit. Ja. Sehr schön, okay. Und jetzt musst du aus den Ranken raus. Also weiter weg geht nicht. Ach so, jetzt ist der Mykonit aber weg. Jetzt muss ich die Feuerwand nicht mehr da einsetzen. Dann setze ich die jetzt. Das ist richtig. Nee. Ja, die ist leider nicht so klein. Ja, den. Was ist mit dem Wassermann? Und stopp. Kann er noch ein bisschen laufen? Ja, lauf mal noch ein Stück. Wir gehen mal dahin. So, dann kann der da beenden. Easy part. Ja, das ist die easy part. Das glaubst aber nur du. Wenn er den Nekromiten gegessen hat, dann kann er Finger des Todes wirken. So, ich würde das jetzt machen. Nekromantie-Zauber des dritten Grades. So, das macht jetzt 21. Ah, ihr brennt leider auch. Naja, ihr müsst dann da raus halt. Ja, so ist es. Das musste ja passieren. Now you wear a face to match your soul, toll. Okay. Okay, kann was. Nett. So, du gehst erstmal hier aus dem Feuer raus. Ja, das war klar, dass du jetzt eine abkriegst. Traumhaft, wie du das machst. Der kriegt Feuer. Und Heiligschein, oder? Ach, so funktioniert das. Aha. Danke. Verstehe. And I thought we were going to be friends. Oh Gott, der beschwört auch noch Skelette. Ja, die will er essen.
Und wenn er die isst, dann kann er den Finger des Todes benutzen. Das ist denkbar ungünstig. Hat er jetzt eigentlich Feuerschaden bekommen? Feuerwand-Aura. Feuerwand-Aura? Ja, ich glaube schon. Umgeben von einer Wand aus lodernden Flammen, die betroffene Kreatur erleidet 5 bis 40 Schaden pro Zug. Das ist gut. So, jetzt ist die Frage, kann ich trotzdem noch eine Waldkreatur beschwören, obwohl ich die Wasserkreatur habe? Theoretisch ja schon, oder? Ich lasse den Wasserbau erstmal angreifen. 16 bis 40. Ja, hier, bitte. Okay. Na, Kälte ist nicht so gut gegen den. Naja. Damage ist Damage, oder? Ja, er ist halt resistent. So, ich würde jetzt hier mit der hier noch eine Waldkreatur beschwören. Oh ja, das funktioniert. Toll. Ist ja voll die Beschwörer-Lady. Darf die jetzt auch? Oh ja, die dürfte, oder? Warum endet das eigentlich nie gut, wenn wir uns mit Göttern anlegen? Tja, mal schauen, wie es endet. So, also ich habe ganz schön eine auf den Deckel auch bekommen. Das ist richtig, aber du kannst dich heilen, wo du stehst. Ja. Ein Trank dann. Ja, was anderes. Würde mir jetzt nicht einfallen, was du machen kannst. Aber ich treffe ihn auch von hier unten. Das ist ja gut. Ich kann einen Blitz auf ihn machen. Oder ich könnte... Er ist untot. Ist er untot? Also ich würde vermuten schon, aber... Zählt er richtig als untot? Er ist als Untoter klassifiziert. Wo ist das? Ach da, schade. Die Todeswolke wäre nice gewesen. Der ist giftimmun. Ah, echt? Schade. Ja, wie alle Untoten leider. Da mache ich den Blitz einfach, oder? Ja, mach den Blitz. Ja, das war aber auch okay. Und dann nehme ich einen Heiltrank. Zack. Und dann beende ich damit meinen Zug. Beende meinen Zug. Oh ja. Das war... Ja, komm, Gabby. Apostel des Mokri. Zack. Das macht er nicht mehr lange mit. Ich aktiviere meine Fallenkarte. Das ist eher eine Zauberkarte. Ja, nice. Der kam nicht mal dran. Besiege den Apostel des Mokri, bevor er einen Nekomiten verschlingt. Death cannot take me. I am its master. My lord, hear me. Nothing. I am forsaken. You have no idea what you've done. Isabel! The villain is dead! The rats! Together, we have crushed him, brain and body! Way toward our fates unleashed. You have my sword.
My fealty. Do what you must. Then we fly this foul place. Let's move. Neue Begleiterin? Das wäre krass. Nee, wahrscheinlich irgendwie. Catherick's Netherstone. So, ich würde ihn mal kurz trennen hier. It's in his armor. Take it. Ja, ja, wir gehen ja schon. Spanne dich. Catherick. Oh. Schauen wir mal, was der so dabei hat. In death, the body is cooling. Energy radiates from the stone. Remarkable. Truly. Now the picture comes together. The Absolute is neither God nor man. It is the Elder Brain you saw, held here by those three against its will. The crown it wears controls it, and these stones control the crown. It has been dominated. To master an Elder Brain, to subdue it, our enemies are formidable. Unser Traummann. Warum könnt ihr das Astralprisma jetzt verlassen? Was sind das für Steine? Ich bin hier, weil ich ein Heilmittel gesucht habe. Aber vergeblich. Sie und ihr Heilmittel, oder? Wisst ihr, wer unsere Feinde sind? Catherick hat sich im Kampf verwandelt. Was war das? So fangen wir von vorne an. Astralprisma? A temporary reprieve, but a welcome one. With the brain on its way to the city, its influence here is weakened. Was sind das für Steine? The crown's markings suggest it was forged in Netheril, an ancient empire whose mastery over magic rivaled that of the gods. It is a crown of domination. The stones were taken from its crest. They are Nether stones. Imbued with the ability to control the wearer of the crown. The crown's Netherese magic must be the true source of the parasite's abilities. This must be what elevates their potential. And it must be the reason nobody could heal you. If the crown can do this to the parasites, I dare not imagine what it is doing to the brain. Wisst ihr, wer unsere Feinde sind? One of them I know. Lord Enver Gortash. An arms dealer and a slaver. A worshipper of Bane, the god of tyranny. The other is a mystery to me. But the way she spoke, it's most likely she follows Baal, the god of murder. Catherick was a follower of Merkel, which means the Absolute is a front for the gods of death, and our enemies are the chosen of the dead three. Ist das spannend schon wieder. Auserwählte der Toten drei? Bane, Baal and Merkel. The tyrant, the assassin and the necromancer. They are known to pick from their most devout followers a chosen, granting them incredible powers. Each one alone would be a formidable enemy. But working together and controlling an Elder Brain, I dare not imagine what they might achieve. Was machen wir jetzt? Gibt es überhaupt Hoffnung, wenn die Götter die Hand im Spiel haben? Wollt doch nur meinen Parasiten loswerden, nicht mit Göttern kämpfen. Doch! Tut einen unterwegen. Was machen wir jetzt? We prepare for the fight of our lives. And the lives of everyone in Faerun. The army of the Absolute is marching on Baldur's Gate. Within the city, an Elder Brain brimming with power. Ready to turn everyone within its reach into Mind Flayers. All it needs is an order. An order the Death Gods Chosen are on the cusp of giving. We must wrest control of the brain from the Chosen before that happens. We must take their stones. Our chances of success are slim, but we must not fail. If we fail, everything ends. I will be your shield, but you must be the sword. And when the chance to strike comes, you must take it. For there may only be one chance.
Oh, Catherix Kriegshammer. Macht physischen Schaden. Ansonsten keine besonderen Fähigkeiten. Catherix Schild. Arkane verzaubern. Du hältst einen Bonus von plus 1 auf deinen Zauberrettungsschwierigkeitsgrad und deine Zauberangriffswaffe. Schildschlag. Wenn dich ein Gegner mit einem Nahkampfangriff trifft, kannst du deine Reaktion verwenden, um den Gegner umzustoßen, sodass er liegend ist. Und Umarmung des Vollstreckers. Seine Rüstung. Magische Ritterrüstung. Jeder erlittene Schaden ist um 2 verringert. Okay. Heulen der Toten. Unnachgiebigkeit des Schnitters. Wenn aktiviert, kannst du nicht gegen deinen Willen durch einen Zauber oder eine Aktion bewegt werden. Bist aber dabei Geschicklichkeitsrettungswürfen im Nachteil. Heulen des der Toten. Stoße ein markerschütterndes Heulen aus, das alle Kreaturen in der Nähe betäubt. Oh, wow. Rüstungsklasse 19. Nehmen wir mal mit. Krass. Ich hatte gehofft, dass man die Rüstung kriegt. Ja? Ja, aber die sieht voll cool aus. Ich meine, ich fand die Rüstung von dem voll cool. Ja, sah gut aus, ne? Packen wir ein. Nehmen wir mal mit. Machen wir gleich zwischen den Folgen mal. Gucken wir uns an. Achso, nee, ich meinte Catherine. Warum? Achso, du hast ihn eingepackt. Ich hab's versucht, aber... Das geht nicht. Ja, lass ihn liegen. Darf ihn auch nicht werfen. Kommt man da hin? Ich dachte, ich könnte ihn mitnehmen. Schade. Hä, was macht sie? Ah, warte mal, hier hinten ist noch was. Silbermesser, Silberglas, Inspiration für die Schwertkünste. Amulett der Absoluten. Silberglas. Hast du das vorgelesen? Nö. Die Notiz von Catherick, die er dabei hatte. Ja, habe ich nicht vorgelesen. Papa, ich liebe euch. Alles Liebe von IZ. Wahnsinn. Es war... Izobel. Ja, ne? So, dann treffen wir uns hier vorne, oder? Aber er hat den Wein liegen lassen. Das ist die Party, Freunde der Sonne. Ach, warte mal, einer fehlt hier. Zack, da ist er wieder. Feuersonne, wir bedanken uns ganz recht herzlich fürs Zusehen. Kommt gut nach Hause, macht kein Witz, schreibt uns, grüßt euch, kennt. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge BQTF an. Bis dann, Nacht, Nacht, Kuss, Kuss, Liebe, Liebe. Nacht, Kuss, Kuss, Liebe, Liebe.